ich jetzt nochmal wiederholen. Was soll ich wiederholen? Das, was du gerade eben gesagt hast. Wir stehen auf der Karte, gibt es auch einen Cocktail-Orgasmus. Und da ich ganz gerne mal wieder einen hätte. Da ist er. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, den zu nehmen. Vielleicht hilft das ja, oder? Was meinst du? Siempre que me colma. Das hier ist die ziemlich lange Fußgängerzone von Santiago de Cuba. Still live? Still lives? Unglaublich. Ein Hähnchen. Nee, Quatsch, ein Hahn-Friseur oder so was ähnliches. Arme Tierchen. Ist total nervös. Ich hab das, glaube ich, auf meinem iPod drauf. iPod? Ja. Tengo que matar.
weiterhin super gut. Sobald wir am Land sind, ist das auch relativ gefahrlos mit ihr zu fahren, denn wenn du in der Stadt bist, dann spielst du schon wieder mal Blindgänger mit ihr. Genau, aber dann drehen wir ihm einfach. Ja, so eine dreispurige Einbahnstraße oder so. Das sieht man halt eben halt einfach. Das liegt aber auch daran, weil die hier keine Straßenausschilderung haben. Genau. Weil Mapsme das einfach nicht weiß, dass das eine Einbahnstraße ist. Kommt noch dazu. Du bist doch ein ganz schön mageres Schwein da. Ja, war eine schöne rote Schleife. Guck mal, Kamerad Che. Che Guevara. Hat hier Aussicht genossen. Nicht genossen wahrscheinlich nicht, aber. Casa angekommen, so wie der erste Eindruck, das ist, würde ich sagen, ist etwa auf dem Niveau, wie wir das in Trinidad hatten. Eine tolle Außenanlage, Zimmer sind auch okay, Leute sind okay, da spricht aber keiner Englisch, macht aber nichts. Ja, macht einen guten Eindruck. Ja. So, Heidi hat mal wieder das beste Restaurant des Ortes ausgesucht. Hier hat es vorher richtig viel geregnet, sonst wären die Tische alle aufgestellt. Aber wir wollen natürlich draußen sitzen. Ja, so sieht es aus. Ein wirklich netter Ort. Ja, sehr kubanisch. Ja, wir haben ein bisschen was gesehen. Macht aber einen guten Eindruck. So, heute brechen wir einen Tag früher ab, weil es uns einfach zu riskant ist, die Nordroute nach Holguin erst morgen zu fahren. Also das ist hier dieser besagte Behelfsbrücke, wo gestern Überflutung war und nichts mehr ging. Und das ist der Grund, warum wir heute uns entschieden haben, früher zu fahren. Jetzt geht es ja offensichtlich. Ja, man sieht, im Hintergrund wird eine neue Brücke gebaut und wenn es hier in der Gegend richtig stark regnet, dann schwillt der Fluss natürlich extrem an und dann geht hier nichts mehr für mehrere Stunden. Jetzt ist aber alles okay. So, wir fahren jetzt für die nächsten 2 Stunden solche Schotterpisten hier. Da kannst du schon froh sein, wenn du eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 30 km pro Stunde erreichst. Schlimmer als in Äthiopien. Naja, schlimmer als in Äthiopien würde ich nicht sagen. Oder? So ähnlich. Da. So jetzt, Leute, ja. Das ist eine Spezialität hier in Baracoa, beziehungsweise aus der Region, wollten wir auch unbedingt mal essen. Jetzt haben wir angehalten hier an so einem Stand an der Straße. Ganz netter Junge, der uns erklärt hat, was alles drin ist. Also ist drin Kokos, Papaya, Honig und Ananas. Und das muss ganz lecker schmecken. Das probieren wir jetzt. Ja, mein Schatz, darum dürfen wir jetzt nicht reinfahren, dann wird unser Auto verschwinden. Ja, deshalb haben wir das hier auch so markiert. Also Schatzi, sag das bitte jetzt nochmal. Schatz, guck mal das Auto da vorne, ne? Ja. Das ist ein Moskvich. Aha. Das ist ein russisches Auto. Und auf so einem Auto habe ich gelernt, wie man Auto fährt. Ja, das merkt man heute noch. Im Februar mit Schnee und abgefahrenen Reifen. Ja. Ja, was ja. Jetzt sag was, sag, nee, dass ich hervorragend gefahren bin. Doch, muss ich schon sagen. Ja. Also, ja. Hättest du nie zustande gebracht, hättest ja nicht meinen ersten Gang reingekriegt. Ja. Nach dem Plan, also ich glaub's jetzt nicht. Ich hab gesagt geradeaus. Ist jetzt glaub mir.
ist gut. Fahren wir gerade raus. Ist das schon okay? Es gibt hier in Kuba also diverse Verkehrshindernisse. Dass hier einfach drei Reiter auf der Straße sind. Tja, das ist einfach so. So, der Flughafen hier in Holguin, der ist schon sehr überschaubar. Da bin ich übrigens damals auch gewesen. Wir haben damals auch. So, wir haben jetzt fünfmal unser großes Gepäck eingesteckt und jetzt ist es schon nicht mehr so chaotisch wie vorher. Weil die meisten Kubaner, die haben einfach das Gebäude wieder verlassen und keine Ahnung, was die machen. Ja. Wir haben Priority Flight, der erste Flug.